kleiner Donner sind zu allem bereit. Ja, Kari. Ja, Kari. Ist dein Freund mal in Gefahr? Sind die beiden immer da? Ja, Kari. Ja, Kari. Ja, Kari. Bisonfleisch gegessen? Hey, bleib gefälligst liegen. Tja, jetzt heißt es suchen. Ich will Revanche. Ist er da? Mm-mm. Oh. Oh. Ganz still. Kommt da weg, Kinder. Dort vorn wimmelt es von Schlangen. Ach so, ja. Wir hatten noch mal Glück. Klapperschlangenbisse können tödlich sein. Mein Vater hat uns gerettet und wir haben uns nicht mal bei ihm bedankt. Dann tun wir es jetzt. Ein Geschenk wäre schön. Gute Idee, aber worüber würde er sich wohl freuen? Ich weiß es. Ein rassiger schwarzer Mustang, das wäre das Richtige. Ach, die sind zu schwer zu fangen und er sucht sie sich lieber selbst aus. Ja? Und ein Köcher? Den zu bauen dauert zu lange. Nein, nein, es muss etwas Besonderes sein. Etwas, das gut zu seiner Tapferkeit passt. Und zu seiner Großzügigkeit. Du hast vollkommen recht, Jakari. Stiller Fels, hast du uns etwa belauscht? Von Anfang an. Ich kenne deinen Vater gut und werde euch helfen. Geht in unseren Wald. Betrachtet alles ohne Hast und Eile, denn wenn ihr euch mit der Natur um uns herum befasst, wird euch sicher leicht ein schönes Geschenk auffallen, das kühner Blick auch würdig ist. Doch eines solltet ihr nicht vergessen. Beobachten heißt nicht nur schauen, sondern auch berühren, spüren und hören. Spüren, hören. Hier gibt's doch nur Bäume, Blätter und Wind. Stiller Fels will uns an der Nase rumführen. Bestimmt nicht. Er hat mir schon so vieles beigebracht. Wir sollten ihm vertrauen. Halten wir Ausschau. Wir finden sicher bald was. Natürlich! Hallo, schenkst du mir 3 von deinen Federn, Kernbeißer? Die wären ein tolles Geschenk für meinen Vater. Mm-mm. Wohl kaum. Wie soll ich denn fliegen, wenn ich meine Federn verschenke? Bedauere sehr, da muss was anderes her. Bedauere sehr, da muss was anderes her. Wir könnten Ahornsaft sammeln. Mein Vater liebt den. Du kannst es ja versuchen. Hilf mir doch mal, anstatt so zu lachen. Wozu? Um diese Jahreszeit gibt es keinen Ahornsaft mehr. Lass den armen Baum lieber in Ruhe. Oder wollen wir ihm Himbeeren mitbringen, Regenbogen? Lindenbaum, komm sofort da runter! Laufberg, das ist gefährlich! Jakari! Jakari! Nicht Lindenbaum! Nein. Spring, Lindenbaum! Hier! Mami! Ist ja gut, mein kleiner Schatz. Zum Glück ist ja nichts passiert. Danke, Jakari. Na, welcher Wind hat euch hierher geweht? Wir suchen ein Geschenk für meinen Vater. Ein Geschenk also? Und wie ist dein Vater so? Er ist sehr groß, stark und seine Haare gehen bis über die Schultern. Dazu ist er furchtlos wie ein Mustang, klug wie ein Kojote und stark wie ein Bär. Oh. Oh. Sieht er vielleicht ungefähr so aus? Ja, das ist eine prima Idee. Wir bauen ihm eine Skulptur, eine Riesenstatue aus Holz, die wir ihm zu Ehren mitten im Dorf aufstellen. Musik
denke, darauf können wir stolz sein. Der hat aber eine große Nase. Wie komisch. Ja. Du kleiner Frechdachs, diese Statue ist sehr gelungen. Bravo, ihr seid großartig. Ja, total. Sie ist wirklich gelungen. Aber wie willst du die ins Dorf bringen? Nein, damit bin ich nicht einverstanden. Hätte ich nur nichts gesagt. Der hat trotzdem eine große Nase. Haltet durch! Wir haben es bald geschafft. Ab da vorn geht es nur noch bergab. Los! Oh nein! Die Statue! Wir müssen sie festhalten! Nein! Yakari! Und das alles nur wegen stiller Fels. Beobachtet die Natur. Ein toller Ratschlag. Und was jetzt? Was hat stiller Fels da noch gesagt? Beobachten, das bedeutet nicht immer nur sehen, sondern auch berühren, spüren, hören, berühren, spüren, hören, hören, spüren. Hey! Jetzt weiß ich, was ich mache. Aber was ist, wenn ich hier nicht freikomme? Ich könnte den Vogel bitten, mir zu helfen. Grünspecht! Grünspecht! Siehst du den abgestorbenen Ast da hinter dir? Den brauche ich dringend. Könntest du den bitte für mich abhacken und mir dann bringen? Aber mit Vergnügen! Vielen Dank. Gut gemacht. Und fertig. Thank you.
Wie geht es dir jetzt? Ist alles noch dran? Es geht. Bis auf die Holzstatue ist nichts kaputt. Ich habe nur ein paar blaue Flecken. Leider kommen wir jetzt ohne ein Geschenk nach Hause. Wie meinst du das ohne Geschenk? Was ist mit meinem singenden Holz? Das ist doch auch ein schönes Geschenk, oder? Sind sie immer noch nicht da? Da seid ihr, Yakari, Regenbogen. Wir wollten uns gerade auf die Suche nach euch machen. Tut mir leid, Vater. Wir kommen ein bisschen zu spät nach Hause, weil wir noch ein Geschenk gesucht haben. Warum denn das? Ein singendes Holz? Na, weißt du, weil du der beste Bogenschütze bist und uns gerettet hast. Ich danke dir, Yakari. Es erfreut mich besonders, weil es aus der Natur ist, unserer Mutter. Aber da ich mir solche Sorgen um euch beide gemacht habe, ist mein allerschönstes Geschenk, dass ihr heil zurückgekommen seid. Stiller Fels hatte recht. Mein Vater liebt die Geschenke der Natur. Wegen Stiller Fels beobachtet die Natur. Ein toller Ratschlag. Und was jetzt? Na warte, Regenbogen. Oh, hast du Bisonfleisch gegessen? Hey, bleib gefälligst liegen. Tja, jetzt heißt es suchen. Ich will Revanche. Ist er da? Ganz still. Kommt da weg, Kinder. Dort vorn wimmelt es von Schlangen. Ach so, ja. Noch mal Glück. Klapperschlangenbisse können tödlich sein. Mein Vater hat uns gerettet und wir haben uns nicht mal bei ihm bedankt. Dann tun wir es jetzt. Ein Geschenk wäre schön. Gute Idee, aber worüber würde er sich wohl freuen? Ich weiß es. Ein rassiger schwarzer Mustang, das wäre das Richtige. Ach, die sind zu schwer zu fangen und er sucht sie sich lieber selbst aus. Ja? Und ein Köcher? Den zu bauen dauert zu lange. Nein, nein, es muss etwas Besonderes sein. Etwas, das gut zu seiner Tapferkeit passt. Und zu seiner Großzügigkeit. Du hast vollkommen recht, Yakari. Stiller Fels, hast du uns etwa belauscht? Noch gesagt, beobachten, das bedeutet nicht immer nur sehen, sondern auch berühren, spüren, hören, berühren, spüren, hören, hören, spüren. Hey! Jetzt weiß ich, was ich mache.
Aber was ist, wenn ich hier nicht freikomme? Ich könnte den Vogel bitten, mir zu helfen. Grünspecht! Grünspecht! Siehst du den abgestorbenen Ast da hinter dir? Den brauche ich dringend. Könntest du den bitte für mich abhacken und mir dann bringen? Aber mit Vergnügen! Vielen Dank. Gut gemacht. Und fertig. Kleiner Donner? Anstatt so zu lachen. Wozu? Um diese Jahreszeit gibt es keinen Ahornsaft mehr. Lass den armen Baum lieber in Ruhe. Oder wollen wir ihm Himbeeren mitbringen, Regenbogen? Lindenbaum, komm sofort da runter! Laufwerk, das ist gefährlich! Dakari! Dakari! Lindenbaum! Spring, Lindenbaum! Hier! Mami! Ist ja gut, mein kleiner Schatz. Zum Glück ist ja nichts passiert. Danke. Danke, Yakari. Na, welcher Wind hat euch